Hallo und willkommen zurück zu Zelda. Oder halt lange Name, The Legend of Zelda 1. Was ja damals NES 1 hatte. Fürs NES, genau. Ein komplett neues Projekt, weil es ist nämlich jetzt der zweite Part erst, den wir aufnehmen. Genau. Zumindest den ich veröffentlichen kann, der zweite Part, weil alles andere wurde überschrieben, weil derjenige, der das ja aufnimmt, ein Vollidiot ist. Und nicht aufpasst, was er einstellt. Ja, weiter, auf jeden Fall. Die kannst du mit Pfeilen one-hitten. Ich würde dir empfehlen, nicht zu viele Pfeile zu benutzen. Und du kannst nämlich 100 Rubine in diesem Dungeon gebrauchen. Stimmt, da war ja auch noch was hier. Also möglichst nicht unter 100 Rubine kommen. Ja. Okay. Ach. Und die Kerze. Halt die ja nicht... Aua. Das sind die Gyptos. So, hatte ich den Schlüssel da eigentlich gesehen gerade? Ja, der hat einen Schlüssel gehabt, der eine. Und den hast du auch jetzt eingesammelt, als du ihn besiegt hast. Die Frage war ja, ob ich den überhaupt sehen sollte, so. Ja. Ja, das ist gewollt. Von den Gyptos kannst du die Items sehen. Dick Dogger hate certain kind of sound. Klingt nach der Flöte. Hm. Die hier, wie hieß sie vorhin? Recorder. Recorder, ja. Hallöchen. Haben die eigentlich jetzt einen Boss-Sound? Dann sind es doch Mini-Bosse. Die haben jetzt einen Ton. Ja, dann sind es also doch Mini-Bosse dann. Auch wenn die wieder auftauchen. Wenn die den Sound haben. Also meine Taktik von vorhin ist offensichtlich nicht verinnerlicht. Nee. Deswegen schaffst du es auch nicht mehr, die zu besiegen. Oh, Scheiße. Ja, keine Bomben mehr. Stimmt. Mal gucken, was da noch... Vielleicht kriegst du irgendwie noch Bomben. Aber du musst du nochmal von vorn besiegen, dann, glaube ich. Also alle nochmal. Nee, spawnen dann wieder alle. Was steht doch hier? Was waren hier dazwischen? Die Bombe. Die Bombe. Die hast du ja gerade alle verbraucht. Ja. Na toll. Ah. Also wenn du das nächste Mal gegen Dodongo kämpfst, würde ich dir einfach mal meine Taktik empfehlen. Dann kannst du sie auch mit 4 Bomben besiegen. Weißt du, ich wünsche mir, dass ich von denen hier Bomben kriege. Taktik, die so machen. Anscheinend irre ich mich. Aber ich kriege einen Schlüssel. Manchmal droppen die Bomben. Aber nicht immer. Oh, stimmt ja, ich bin ja stärker. Beziehungsweise Schwerte stärker. Das ist schön, die nur mit einem Schlag zu killen, ne? Oh ja, das ist herrlich. Eine übelste Wohltat und ja, ich bin voll geheilt. Nee, die kann ich ja schon wieder. Köpfe oder was auch immer. In Link's Awakening haben die tatsächlich Hasen genannt. In dem zweiten Dungeon gab es ja so einen Tipp und da haben die gesagt, irgendwie erst den Hasen, dann die Fledermaus und dann den Skelettritter. Achso, die Reihenfolge zu töten, ja. Ja. Ah, Bomben. Schön. Aber die würden auch schon reichen. Wenn du die Taktik beherzigst. Die Frage ist nur, ob ich es auch vernünftig anwenden kann. Nee, der Typ hat ja auch eine ziemliche Ähnlichkeit mit Hasen. Ja. Naja, ich muss da gerade so an Buffy denken. Da gibt es ja so einen Rache-Dämon, der mag Kaninchen nicht. Ich
hat sich als Hase verkleidet, weil zu Halloween zieht man sich als das an, was man fürchtet, ne? Ja. Na, was hat ein Häschen-Kostüm? Oder müsste ich mich als Spinne verkleiden? Spider-Man! Ja. Vor Spider-Man würde ich mich nicht fürchten, nur vor Spinnen, also. Nein, verdammt. Nein, verdammt! Ach ja, was freue ich mich für eine Feine. Ich gehe nochmal zurück. Ja, du musst sowieso nochmal zurück, weil da in der Nähe der Boss ist und den kannst du noch nicht besiegen mit der derzeitigen Ausrüstung. Ja, ich brauche den Rekorder. Den Rekorder, genau. Ja, Technomage, müsste ich mal gucken, wenn ich das immer mache. Wird das dann wahrscheinlich auch eher im Stream oder, ich weiß nicht, per Bildschirmübertragung, mal gucken. Oder Let's Play, falls ich bis dahin wieder mit Let's Plays angefangen haben sollte, dann vielleicht auch als Let's Play, muss man schauen. Aber momentan ist es eher so, dass ich wahrscheinlich keine Let's Plays mehr mache. Naja, du kannst ja auch halt, falls du doch nochmal was machen willst, ja aufnehmen und dann erst veröffentlichen, wenn es fertig ist. Ja. Kannst halt sagen, dass nur projekteweise was kommt und nicht danach regelmäßig was erwartet werden kann. Ja, okay. Das wäre wahrscheinlich eine Option, ja. Ich meine, deine Verabschiedung hast du ja eigentlich relativ schnell wieder gelöscht gehabt. Ja, weil das eher zu Missverständnissen geführt hat, als dass es was aufgeklärt hat. Ja. Ja. So, wir befinden uns jetzt übrigens in der Eidechse. Eidechse? Ja, bin mal gespannt, wenn Steve gleich die Karte aufsammelt. Ob ich das vorher schon erkannt habe. Also, bevor ich das jetzt wusste hier. Es ist mehr ein Eidechsenkopf als eine komplette Eidechse. Ah, ist oh, das hat doch noch nur ein Dongo. Oh. Ja, die respawnen erst, wenn alle drei tot sind. Aber mach erstmal, hol erstmal die Karte. Also du weißt immer noch nicht meine Taktik wieder, ne? Die Karte ist jetzt da oben. Würde ich zuerst holen, weil... Ah, du meintest irgendwie mit einer Bombe und dann seitlich legen und dann wird er gestunt oder sowas. Die zwei Bomben hintereinander. Genau, zwei Bomben hintereinander. Die eine muss er fressen, die andere Bombe wird dann direkt auf ihn gelegt und danach ein Schwerthieb. Und ja, den Eidechsenkopf habe ich vorher auch schon erkannt. Das sieht man ja ganz gut. Ich glaube, du brauchst sogar noch Bomben irgendwo, ne? Ich. So. Na, ja, da siehst du auch, dass ein Gipto eine Bombe beinhaltet. Oder droppt dann. Ja. Schon vorher. Ja, ja. Schon bin ich voll und... Ach, schieben kannst du ja nicht, ne? Das ist ja die... Tja, wie kommst du jetzt aus dem Dungeon raus? Das ist jetzt die Frage. Dead End hier, wa? Könnte halt echt ein Dead End sein. Ja. Stimmt. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Stimmt. Das ist möglich, dass ich habe jetzt echt ein Dead End. Nein, hast du nicht. Du nicht, noch, aber es noch ist möglich. Nicht. Aber es ist möglich, ein Dead End hier zu machen. Ja. Du kannst ja mal die ganzen Bomben verschwenden, dann hast du ein Dead End. Ich würde lieber raten, das nicht zu machen. Okay, wo muss ich sie jetzt einsetzen? Mal Türen gucken. Kannst du nicht Links. Aufspringen. Okay. Oh, die blauen. Die halten aber noch ein bisschen mehr aus als die anderen. Die halten das zwei jetzt. Treffer jetzt aus. Genau. Genau. Die sind schneller als die anderen. Mhm. Dadurch, dass sie dieselbe KI haben, sind sie dadurch noch gefährlicher. Und natürlich macht sie mehr Schaden als die roten. Deswegen habe ich dir vorhin die Sache mit der Ecke erklärt. Also nach den Geistern sind das meine Hassgegner. Also nach den Wizards oder wie heißt. Die Wizards meinst du? Ja, das sind noch meine zweit verhasstesten Gegner. Wie gesagt, ich kann dir nur empfehlen, nutze die Eck-Taktik, die ich dir erklärt habe.
ja, die ich nicht verstanden habe. Ich gerade okay, abgelenkt war damals. Du wartest in einer Ecke, bis der vorbeikommt, schlägst ihn und haust ihn ab. Du rennst also nicht auf ihn zu, sondern ja, genauso. Mhm. Bei dieser Konstellation ist es immer der linke Block. Schön, dass ich wegen meiner Unfähigkeit jetzt einen Trank nehmen musste. Halb so wild, kaufst du halt nachher wieder ein. Das ist aber eine Grubine. Noch. Ist die Frage. Das ist jetzt auch nicht mehr im Kopf. Ah, das ist auf jeden Fall richtig. Beide Wege sind richtig. Ja. Ich wusste nur nicht mehr, wo was war, aber ich glaube, hier ist das Item zu finden. Ja, das Item ist hier. Boah. Oh, schön. Ja, dann an den Schuss auch nach unten gezogen hat. Wie er dich trollt. Wichser. Na, da ist er, der Rekorder. Ich weiß, dass es eine Flöte ist, aber es muss sein, weil das steht ja innerhalb des Spiels sogar selbst drin. Ja. Deswegen mache ich mir jetzt den Scherz auf, das Rekorder zu nennen. Das ist immer ein Insider. Immer wenn du eine Flöte siehst, nennst du es Rekorder. Ich muss dann die Treppe zurücknehmen und wieder... Warte mal noch. Geh nochmal zurück in den Raum. Guck dir dann mal die Karte an. Die du abgelaufen bist und die du nach oben hast. Und voila, sieh an, da geht ja noch ein Raum nach rechts. Ja. Deswegen die 100 Biene. Kannst du 12 Bomben tragen. Deswegen sollte ich nicht weniger als 100 Damen stehen. Ich habe erst gedacht, ich kann dann keine Falle mehr schießen, wenn ich unter 100 bin. Wirkung vom Dungeon. Nee, das hat nichts mit den Fallen zu tun. Ah, 2 auf einen Streich. Du musst aber 7 auf einen Streich erlegen, um es zum Verschneider allein zu werden. Würde ich genau. Aber nicht sein. Aber übrigens bei Super Mario Bros. 3 sieht die Flöte auch so aus, ne? Glaube ich. Oder ja. Ähnlich. Ich glaube, da die exakt dieselben Grafik. Nee, dieses untere Teil, das ist weg bei der Super Mario Bros. 3 Grafik. Ihr seht ja, das ist so ein Abschnitt und dann ist da noch so ein unteres Teil, das ist das weg. Mundteil. Genau. Ach ja, im Übrigen, gestern kam kein Dragon Ball. Sonst sie wartet. Ja, wo geht's jetzt links? Ja gut, okay, da ist es oben. Tja. Wo geht's lang? Wenn du dir die Karte anguckst, könntest du vielleicht drauf kommen. Nee, das hast du ja schon probiert, das funktioniert ja nicht. Der Arsche. Wie gesagt, Türen kann man nicht aufspringen. Ja, und einen Stern kann man nicht vom Himmel holen. Und da sind sie wieder. Besiegen brauchst du sie ja nicht. Dann läufst du wieder im Kreis, wenn du die besiegst.
Aber nach rechts rein. Da war die Karte. Achso. Deswegen nach rechts. Jo. Wenn Final das sagt, dann stimmt das schon. Ich hätte es natürlich auch sagen können, aber ich wollte dir ja wenig Tipps in den Dungeons geben. Nur wenn du wirklich komplett an etwas vorbeiläufst, würde ich es dir sagen. Tja. Wie ist der Raum aufgebaut? Das ist das Problem, ne? Dann kriegst du manche Räume hell. Ja. Ja. Jeder Raum so dunkel wäre, ich würde so kotzen. Ja. Ich hätte gerne noch mehr Herzen. Das erinnert mich an so eine Parodie von Zelda, wo einfach Link alles umgebracht hat, bloß um Herzen zu fressen. Okay, auch interessant. Übelst fett mit 20 Herzen und so. So. Ihr seid doch bestimmt so gnädig und lässt auch mein Herz fallen, ja. Ansonsten reiß ich es euch raus. Du hast doch noch gar keinen Interhaken. Scheiß Kanicke. Da ist ein Herz. So, Flöte. Rekorder. Stimmt. Ich vergesse meine eigene Regel. Aber der Sound ist genau der aus Super Mario Bros. 3. Ja, und dann kommt der Tornado und dann wird man weggeweht. Genau. Den Tornado gibt's auch hier. War ich da unten eigentlich schon? Wenn du vorher noch nie im Bossraum warst, dann wahrscheinlich nicht. Und da sind denn die Giftos wieder. Irgendwie hatte ich gerade befürchtet. Und da sieht man es mal wieder. Irgendwie nee. In meinem Mund. Ich bin schon geschädigt. Weißt du, dass ihr das nicht so gerne mögt, deswegen erwähnt das hier nicht so häufig. Wir sind zum Glück nicht bei Hedy. Ja. Und Lifeforce. Ja. Ich hab's halt so oft gehört, da hat sich das in meinen Kopf gebrannt. Ja, leider in meinen Kopf auch. Ich hab's auch erst gedacht. Vor allem, wenn das ausgeholt wird, das und... Ne? Ja. Und da habt ihr bestimmt gesagt, das ist genau dasselbe eingebrannt, wie wenn man das Osoma so lang zieht. Osoma! So. Okay, als nächstes könntest du mal deine Flöte benutzen. Das ist auch ein Wirbelsturm, wie man hier ja. So gut singt. Toll, nochmal benutzten das wohl irgendwie gerade Pech. Ich glaube, das ist glücksbasiert, wo man rauskommt, oder gibt es da eine bessere? Ja, ist glücksbasierend. Aber du kannst nur bei Dingen rauskommen, wo du schon mal warst. Deswegen sag dir ja nochmal nutzen. Achso, hast du ja schon. Okay, ja, hier ist gut. Schön. Du hättest die Wirbelsturm auch ausweichen können. Du hattest gesagt, nutz nochmal. Ja, ich hab's ja nicht gesehen, bei mir war das Glück gehangen. Dann habe ich gesagt, hier ist gut, weil ich gesehen habe, dass es richtig war. Warum bist du jetzt dem Wirbelsturm ausgewichen? Zum Test. Du kannst nur einmal pro Screen beschwören. Und wenn ich ein bisschen mich bewegt habe außerhalb des Screens. Gut, hier ist auch gut. Also dann... Rechts unten. Links. Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, welche Richtung. Links. Links. Jetzt nochmal links. F
gibt nicht so viele Wege. das war der Witz daran. Jetzt nach unten. Links. Lass mich raten. Links? Au. Ja, tatsächlich, du musst nach links. Mhm. Allerdings erst nachdem du nach unten gegangen bist, weil du so erst vor da bist. Nein! Tja, da sieht man es mal wieder. Da sieht man es mal wieder. ja. Jetzt hattest du so mal tatsächlich gesagt. Ja, aber ich hab's nicht aus dem Grund gesagt. So, okay, so weit, so gut. Jetzt könntest du nochmal nach unten gehen. Richtig. So, und dann könntest du jetzt erstmal deinen Trank wiederholen. Ja, ich habe noch 8 Rubis. So, jetzt würde ich rausgehen und nochmal die Flöte spielen. Wir müssen nämlich noch was holen, bis wir dich was vergessen. Ah, ich glaube, ich kann mir vorstellen, was du holen möchtest. So, und jetzt müsstest du dich porten bis über Dungeon. Ah, wobei hier, das geht auch. Das geht auch, ja. Okay. Ja. Geh nach rechts. Naja, wie gesagt, nur eine Weg, ne? Hey, könnt ihr auch denken, dass er rein muss? Nein. Hm? Na. Oben. Toll. Ihr Herz verloren. Und jetzt nach rechts. Bis zur Küste nach rechts. Ach, ich mag das Schwert. Ja gut, okay, das. Du hast aber jetzt genauso viel Schaden gemacht wie bei dem anderen Schwert bei dem. Bei denen hier, die machst du jetzt One Hit. Ja. Wechsel. Hey, der verfolgt mich. Lass mal auf dich zu bewegen, danke. Und nach oben, nicht bei der Treppe. Ja. Rechts. Bis du ganz rechts bist. Ah, zum Wasserfall, ja. Bist du Wasserfall? Okay. Und jetzt über dem Baum durch die Wand. Mit einer Bombe? Nein, ohne Bombe. Noch einen richtigen Weg. Ich muss aber schon richtig stehen, wenn das klappt nicht so. Die Dinger nerven. Yay! Mhm. Jetzt wieder die Flöte nutzen. Bis zu Dungeon 4, 3 oder 1. 1 ist gut, kannst du nehmen. Der mag es irgendwie dann scheint, oder? Nach unten. Links. Ich hab nicht nach oben gedrückt. Links. Immer noch links. Nein, 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 nein. Wo? Immer noch links.
weiter. Nach oben. Links oben. Links. Jetzt oben. Oben. Und die Flöte spielen. Da fuck. Da wäre ich im Leben nie drauf gekommen. Level 7 ist leichter als Level 6, deswegen machen wir das zuerst. Falls du dich wunderst. Ich kann es nur zu gut nachvollziehen. Okay. Nein. Auch hier bitte nicht unter in der Rubine kommen. Wieder sowas? Auch hier kannst du eine Bombenerhöhung kriegen. Deswegen haben wir die 100 Rubine ja gerade noch geholt, bevor wir zum Dungeon gekommen sind. Boah, ich hab Hunger. Da fuck? Das war ein Ringmaster. Nein, ich wollte nicht die Bombe, ich wollte die Kette. Ein Ringmaster? Kein Master of the Universe. Auch kein Master of Arts. Man kriegt eigentlich ein Schild. Aua. Also magisch. Ein Schild kriegst du nicht in Dungeon, den musst du dir kaufen. Der ist aber echt eigentlich nur für ein paar wenige Dinge nutzvoll und deswegen würde ich dir empfehlen, ihn erst nach diesem Dungeon zu kaufen. Und aber wieder Dick Docker. Dem dicken Docker. Genau. Der Seeigel des Todes. Alter, nee, wow! Eigentlich. Das war ein minimaler Leck eben gerade. So die Stahlfoss zeigen auch an, was sie haben manchmal. Ja. Dick Docker ist ja eigentlich... Nee, Quatsch. Eigentlich finde ich jetzt nur noch drei Gegner, die du noch nicht gesehen hast. Vier Gegner. Hast du noch nicht gesehen. Und davon wirst du, glaube, zwei erst im letzten Dungeon sehen. Okay. Einen genau. In dem Dungeon und einen... Wow. Im sechsten. Heißt... Also wenn ich nicht schon genug Probleme mit den Gegnern hätte... Nein, diese blöden Geschosse nehmen wir auch rum. Mittlerweile sind die Gegner jetzt auch nicht mehr so die Welt. Selbst wenn du noch beschossen wirst. Aber ich glaube, ich spiele besser, als ich erwartet hätte. Ich hätte gedacht, ich schlag mich schlechter. Ihr könntet eigentlich mal aufhören zu ballern. Nee, das machen wir nicht. Das ist übrigens jetzt der Drache. Okay, dann habe ich auf jeden Fall alles erkundet hier. So, und ich sehe gerade 29 Minuten, dann mache ich hier meinen Cut. Okay, pass auf, dass du es diesmal richtig speicherst. Auf Wiedersehen. Tschüss.